Ja, guten Tag. Ich wurde getaggt von Markus. Und ich wollte an dieser Stelle mal grüßen. Markus, ich mag dich. Ich kenne dich überhaupt nicht, weißt du? Aber ich mag dich einfach. So, genug geschleimt. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Fragen aufgelistet. Auch ein paar geklaute von ihm, von seinem Tag-Video. Und ich habe mir die jetzt einfach mal gekrallt. Sorry, aber ich hatte jetzt noch ein paar übrige und habe die jetzt so zusammengewürfelt. Und ist ja auch egal. Hört euch das jetzt an oder eben nicht. Also, erstens, was ist denn überhaupt der Torben? Du sagst das verdammt oft. Torben ist der größte Laberhannes der Welt und er ist so übertrieben fame, das ist heftig. Das ist echt heftig. Und wenn ihr jemanden sucht, der fame ist, dann ist das einfach Torben, weil Torben ist fame und Torben fame ist einfach. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Er ist einfach der heftigste. Und gerade weil er nicht so heftig ist, sondern weil er denkt, dass er heftig ist, ist er heftig. Weil er ist Torben. Ich kann euch das nicht besser erklären, das müsst ihr mal im Duden gucken. Aber. So, dazu, zu der Person, das ist einer aus meiner alten Schule und der labert ganz viel Scheiße und deshalb verarschen wir den halt gerne so aus Spaß. Und ja, das ist halt Torben getorbt, würde ich mal sagen. Und damit hat sich das auch schon geklärt, denke ich mal. Lieblingsspiele: Final Fantasy jeglicher Art, Kingdom Hearts jeglicher Art, RPGs, MMOs, alles. Ich habe im Prinzip kein Lieblingsspiel, weil ständig ein neues rauskommt, was ich dann noch einen Ticken besser finde. Aber Crystal Chronicles ist schon heftig. Also Final Fantasy. Ist zwar nur ein Mashup, aber macht trotzdem eine Menge Laune und das mag ich sehr gern. Hassgenre oder Genre oder. Ne? Habe ich eigentlich gar keins. Also ich mag Ballerspiele, ich mag Strategiespiele, ich mag alles. Außer Hello Kitty vielleicht. Aber wozu gehört das? Das wäre auch ein RPG, oder? Ist ja auch egal. Top 5 Spiele. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, keine Ahnung, Final Fantasy, Crystal Chronicles, Final 7, was ich persönlich noch nicht ganz durch hab, aber das gehört auch zu meinen 5 Top-Spielen. Und die Call of Duty-Reihe, nehme ich einfach mal 5, 6 Spiele auf einmal, ist mir egal, das macht Spaß, fertig, so, ich darf das. Jäger, Sammler, oder egal, ich bin auf jeden Fall eine Mischung aus Jäger und Sammler und das ist absolut nicht egal. Wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, wäre ich, denke ich, Jäger, weil ich es liebe, einfach mich zu fetzen und zu battlen, auch wenn ich mich überhaupt nicht da so rüberkomme. Aber ich mag die Herausforderung und Jäger wäre schon nice, so vom Ding her. Ein bisschen aufschlitzen, blablabla. Boah, Jäger, wenn, aber Sammler auch. Aber wenn, dann Jäger. Okay. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? So wie Markus, Pikmin 3, da ich 1 und 2 schon durch habe, Pikmin 3 wird übelst nice. Egal wie kacke das wird nice. Auch wenn das jetzt keinen Sinn ergibt. Das wird richtig toll, das Spiel, glaub mir mal. Und ich habe eine Wii, ja. Und ja, ich habe keine Spiele für online. Wenn man da was schicken will, gerne doch. Ich mag euch doch alles so gern. Okay, das war gemein. Wieso lädst du momentan so wenig hoch? Ja, ich habe jemanden kennengelernt und bin ziemlich wenig zu Hause und deshalb nehme ich verdammt wenig auf. Und wenn ich hoch aufnehme, dann lade ich das auch einen Tag später hoch. Deswegen sind die Videos, die ihr seht, immer ziemlich frisch relativ. Und ja, deshalb. Ich bin halt wenig zu Hause, so viel zu tun. Bist du dumm oder was? Ja, eine Frage, die ich ziemlich oft bekomme bei Videos, wo ich nur. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Aber, naja. Es gibt halt ab und zu Videos, wo ich dann einfach drauf gehatet werde mit 1-3, 1-3. Mit ein paar Kommentaren, aber pff, da gebe ich einfach einen Fuck drauf, weil. Ja. Deshalb bin ich nicht auf YouTube, um mir so eine Scheiße durchzulesen. Was ich, nicht bedauere oder so. Ich meine, sowas gehört dazu. Wenn man gehatet wird teilweise, dann weiß man, dass man was hat, weil die Leute neidisch werden. Und ganz einfach. Jeder, der dagegen spricht, der ist auch ein Hater. Ja. Gut. Da! Dann wollten noch welche wissen, was ist überhaupt dieses Dull von Vlad und Torben? Das gehört irgendwo alles in eine Schachtel. Weil das alles, vielleicht darf ich das nicht sagen, aber von The Fantastic Beats kommt, so aus der Ecke, von meinem Kumpelkreis. Und der Dalf an sich ist rückwärts gelesen Vlad. Und Vlad ist der Wladimir aus GTA 4. Da gibt es ja diesen Vlad. Wladimir heißt er ja Vladko? Wladimir? Irgendwie so. Und die haben das halt immer Vlad, so Vlad, Vlad. Und dann wurde daraus irgendwie rückwärts gelesen Dalf. Und dann war der Dalf auch schon da. Und das ist auch so ein Satzergänzungswort wie aus SpongeBob so. Und ja, das ist halt der Dalf. Deswegen kann man Dalf, Torben und Vlad so in eine Ecke schieben und das ist alles so der Hamburger Slang, so altstädt Ghettos, ne, weißt du? Ja, ich auch nicht. Okay. Wo bleibt Ziso und was ist mit Mob? Ziso kommt erstmal gar nicht mehr, bis ich nicht wieder Bock hab, ganz einfach, weil ich hab grad hier Kuratorn, Cora.
Und ich hab den gerade, der macht mir Spaß. Und ja. Und was ist mit Mob? Ja, ich denk mal, Mob, keine Ahnung, was ich da machen will. Ich will jetzt alle meine LPs schnell fertig machen, Zelda in einem Rutsch aufnehmen, Alice in einem Rutsch aufnehmen, Call of Duty schnell so, was weiß ich, bis 30, 40 zocken oder so, damit ich wenigstens eine gerade Zahl habe. Und dann einfach mal WoW weiter ruhig lassen, weil dann kann ich auch ein paar Guides und ein paar Machinimas machen, weil man das ein bisschen mehr Spaß macht als LP, ehrlich gesagt. Aber da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was ich mache. Zum einen ist die Schule bald zu Ende und ich muss wahrscheinlich eine Ausbildung anfangen. Wahrscheinlich dann noch erst nächstes Jahr. Vielleicht gehe ich auch zum Bund. Vielleicht finde ich auch einen ganz anderen Weg, irgendwie die Zeit zu überbrücken. Ich weiß es ganz einfach nicht. Und deshalb weiß ich nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Und deshalb lasse ich das einfach mal offen. Ach ja, und sagt mal den Leuten in der Beschreibung, dass sie getaggt wurden von mir und wäre ganz lieb, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten dann nochmal Chu. Habe ich irgendwie vergessen reinzumachen. Hadde!